Na, wie läuft's? Jedenfalls geht's jetzt weiter mit Part 3 von Let's Play Assassin's Creed. Gut, Controller funktioniert noch immer, ja, ist aber bald die Batterie leer, also sollte ich dann mal aufladen. Aber jetzt zum Spiel und wir müssen das Dorf verteidigen. Jetzt kommt mein erster Kampf in dem Part, schätze ich jetzt einfach mal. Und ja, da werdet ihr mich auslachen können, weil ich da überhaupt keine Ahnung habe, wie das funktioniert. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Ich drehe mal wieder bei mir ein bisschen leiser. So, und los geht's. Gut, hier rennen schon alle. Er will dann gleich was von mir. Mich hier angreifen. Hier da runter muss ich. Rennen kann ich so, genau. Okay, hier sehe ich auch, ich muss hier rüber, nach rechts. Irgendwo hin. Altair, gut, dass ihr da seid. Wir brauchen Hilfe. Was ist geschehen? Templer. Sie griffen das Dorf an. Die meisten von uns konnten entkommen. Die meisten. Aber nicht alle. Was also soll ich tun? Lenkt die Templer ab. Beschäftigt sie. Und ich rette die, die noch dort festsitzen. Wie ihr wünscht. Oh ja. Gute Idee. Oh Mann. Ja, okay, also wie schon gesagt, mit Kämpfen und so kenne ich mich noch nicht aus. So, genau, ja, ich habe jetzt Fäuste, Wurfmesser, Schwert. Alles klar. Da habe ich das Wurfmesser, da habe ich mein Schwert, da habe ich. Versteckte Klinge, die brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich brauche zum Beispiel mein Schwert. Oder Fäuste, genau. Wählen Sie Ihr Schwert. Steht das sowieso da? Also, nehmen wir einfach mal das Schwert. Hier richtig? Ja, so. Halbwegs. Gut. Lass mich hier runter. Dafür geht's auch weiter runter, oder? Nö. Na gut, ich gehe lieber den normalen Weg. Gut, hier gibt es auch keinen normalen Weg. Kann ich einfach runter oder wie ist das? Das weiß ich dann halt leider auch nicht. Wenn man hier einfach so runter springen kann oder so und dass sich dann nicht verletzt. Oh, ich gehe lieber, Leute. Es geht sicher so viel schneller, wenn ich einfach runterspringe und. Ja, aber naja, so genau kenne ich mich dann doch noch nicht aus. Ja, gut zu wissen, hätte ich da runterspringen können, falls ihr mir es sagen könnt in den Kommentaren oder wollt. Tu das bitte. Okay, kann man das aktivieren und verlassen. Also 5 für Angriff abwehren. Okay. Okay. So. So macht man das hier. Okay, so schlecht bin ich gerade, glaube ich, gar nicht. Okay, Altair wird mit 2 gleichzeitig fertig. So. Alles klar, sehr schön. Freut mich, dass es so gut geht. Okay, cool. Ne, ich dachte, ich sterbe jetzt ein paar Mal. Dass der 2 gedrückt. Länger. Lassen Sie los, um Armgriffsbewegungen auszuführen. Wow, was soll das jetzt? So. Okay, hier rennt's mal alle hübsch rauf.
Du rennst wieder runter, okay. Ja, recht. Solange nicht die nächsten Wachen hier irgendwo kommen. Na dann. Okay, der macht auch irgendwas, wenn ich dann genau drücke. Also könnte das auch irgendwas bringen, wenn ich hier. Naja. Werde es dann schon sehen. So, hier müssen wir sowieso weiterkämpfen. Angriff abbrechen! Zurück nach Masyaf! Befehl von Al-Mualim! Oder auch nicht. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Okay, okay, das Kämpfen ging doch ganz schön. Gut, oder? Das erste Mal, ich spiele es wirklich das erste Mal. Ah, ja, gut. Ja, da ladet. Ha. So, auf jeden Fall wieder 15 Minuten der Part und weiter geht's. War hier runter oder nach oben? Altair, kommt! Al-Mualim ist noch nicht fertig mit uns. Wo gehen wir hin? Nach oben. Wir haben eine Überraschung für unsere Gäste. Haltet euch an mich. Schon bald werdet ihr verstehen. Okay. Ich vertraue dem Typen. Ich schätze mal, es ist ein Freund. So. Fallen lassen können wir uns auch mit Kreis oder B, je nachdem was für ein Kontrolle ihr habt. Oder keine Ahnung, welche Taste es auf der Tastatur ist. Spielt jedenfalls mit PS3-Controller. So. Geht auf diese Plattform, Altair. Okay, Plattform, finde ich gut. Heide! Gib zurück, was ihr gestohlen habt! Ihr habt kein Anrecht darauf, Robert. Zieht ab, sonst bin ich gezwungen, eure Reihen weiter zu lichten. Ihr treibt ein gefährliches Spiel. Ich versichere euch, es ist kein Spiel. So sei es. Bringt mir die Geisel. Euer Dorf liegt in Ruinen und eure Vorräte sind begrenzt. Wie lange, bis eure Festung von ihnen zerbröckelt? Wie standhaft seid ihr, wenn die Brunnen versiegen und die Mägen leer sind? Meine Männer fürchten den Tod nicht, Robert. Sie heißen ihn willkommen und die Erlösung, die er bringt. Gut, dann sollen sie Erlösung erhalten. Folgt mir und tut es ohne zu zögern. Zeigt diesem tumben Recken, wie es ist, keine Furcht zu kennen. Herauf zum Herrn! Halten Sie Taste 5 und Taste, um die Kante zu einem Todessprung auszuführen. Tom, zeigen Ihnen, wie Sie abspringen müssen. Ja, hier, glaube ich. Aha, mein Bein! Aha, mein Bein! Still! Oder die Templer werden uns hören. Okay. Ich bleibe zurück und kümmere mich um ihn. Ihr müsst alleine weiter. Diese Seile führen euch zu einer Falle, die wir aufgestellt haben. Geht und löst sie aus. Lasst den Tod auf unsere Feinde regnen. Alles klar, mache ich. Ich habe jetzt gerade gefragt, welches Seil, aber das hier. Ich sehe das, um auf Balken zu gehen. Unauffälligen Modus ist es einfach. Jetzt bin ich im unauffälligen Modus. Ja, nee. Angreifen, vielleicht stoßen, dann brauche ich beides nicht. Okay. Ah, so, ich muss jetzt drauf springen, natürlich. Ja, das geht aber.
alles okay. Muss ich da irgendwie Gleichgewicht auch halten, oder? Nein, ich glaube nicht. Bleibt immer gleich. Alles klar, dann brauchen wir Gleichgewicht auch nicht halten. Müssen wir immer in den auffälligen Modus kurz gehen. Ist es einfacher, aber das ist, wenn wir nicht immer auf... Ah, okay. Wenn nicht immer auf unaufgefallenen Modus, oder wie auch immer das heißt. Halten Sie das und das auf eine Wand zu und erklimmen. Ich lese das immer einfach hin, wie. Was ist da schon aufgefallen ist, so, also... Gut. Jetzt haben wir hier ein Fenster, das können wir hier nach oben, dann rüber. Bisschen nach oben, hier auch nach oben, okay. Rauf, dann hier rauf. So, irgendwie die Kamera drin. So. Mach ich das einfach mal. Okay. Jetzt hier rüber. Ja, ich finde das schon geil, wenn es so auf hier rumzuklettern. Schon nicht schlecht hier. Ist ganz gut. Hier rauf geht's. Hier oben geht's weiter. Hier können wir ran. Sehr gut. Oh yeah! Sein Heer ist versprengt. Es wird lange dauern, bis er uns wieder gefährden kann. Sagt mir, wisst ihr, warum ihr Erfolg hattet? Ihr habt zugehört. Hättet ihr doch nur in Salomons Tempel zugehört. All das hätte vermieden werden können. Ich tat nur, wie mir geheißen wurde. Nein, ihr tatet, was euch beliebte. Malik berichtete mir von eurer Arroganz, eurer Respektlosigkeit gegen unsere Lehren. Was tut ihr? Es gibt Regeln. Wenn wir das Credo der Assassinen nicht befolgen, sind wir nichts. Drei einfache Gebote, die ihr, wie es scheint, vergessen habt. Ich werde euch erinnern. Als erstes und oberstes, haltet eure Klinge... fern vom Fleisch Unschuldiger. Ich weiß. Und hütet eure Zunge, sofern ich euch nicht auffordere, sie zu benutzen. Wenn euch die Gebote so geläufig sind, warum habt ihr dann den alten Mann im Tempel getötet? Er war unschuldig. Er musste nicht sterben. Euer Hochmut kennt keine Grenzen. Lasst Demut in euer Herz, mein Kind. Oder ich schwöre, ich werde es mit eigenen Händen rausreißen. Das zweite Gebot verleiht uns unsere Stärke. Verbergt euch in der Masse. Lasst das Volk eure Maske sein, auf das ihr euch mit der Menge verschmelzt. Erinnert ihr euch? Denn mir kam zu Ohren, dass ihr euch gezeigt habt, vor der Tat Aufmerksamkeit erregt habt. Das dritte und letzte Gebot. Die schlimmste eurer Verfehlungen. Gefährdet die Bruderschaft nicht. Seine Bedeutung sollte klar sein. Eure Taten dürfen uns niemals schaden. Direkt oder indirekt. Und doch hat euer hochmütiges Handeln in Jerusalem uns alle in Gefahr gebracht. Schlimmer noch, ihr habt den Feind zu uns geführt. Jeden, den wir heute verloren, verloren wir wegen euch. Es schmerzt mich, wahrlich. Aber ich kann keinen Verräter dulden. Ich bin kein Verräter. Eure Taten sprechen eine andere Sprache. Und so lasst ihr mir keine Wahl. Friede sei mit euch, Altair. So schaut's aus. Alle drei Regeln gebrochen, das ist nicht gut. Auf jeden Fall nicht hier. Aber sonst sind Regeln, um gebrochen zu werden, nicht vergessen. Also immer schön brechen. So, okay, gut. Jetzt lädt es einmal wieder ein paar Minuten und das bedeutet, wir beenden den Part auch gleich nach dem Ladescreen. Da ist die Zeit auch schon um. Gut.
Ja, es hat mir gezeigt in dem Part, dass ich im Kampf doch nicht so schlecht bin. Ah, na gut, vielleicht waren es auch die einfachsten Gegner bis jetzt, aber ja. So, wir haben schon mehr Bilder, das bedeutet, weil alle Screens bald vorbei, oder? Gut, auf jeden Fall danke ich euch jetzt schon mal fürs Zuschauen. Hoffe, es habt beim nächsten Mal wieder dabei bei Assassin's Creed. Und ja, bis dahin, macht's gut, euer Marc. Will ich jetzt sagen, wenn es schon aus wäre? Ah, ist es nicht. Gut. Ja, ich weiß nicht, wie lange das Spiel gehen wird, aber ich, ja, finde es sehr interessant. Geschichte auf jeden Fall bis jetzt. Und da geht's auch schon weiter. Er hat eine weit höhere Anpassungsrate als jeder andere Tester. Ich hole ihn da raus. Er war viel zu lange da drin. Nein, noch nicht. Wir haben noch so einen weiten Weg vor uns. Das ist zu gefährlich. Was sind schon 1-2 Stunden? Warum diskutieren wir das nicht im Konferenzraum? Gönnen wir Desmond eine Minute Ruhe? Ach, ich weiß wirklich nicht warum. Warren, bitte. Gut. So, jetzt können wir uns also hier umschauen. Das machen wir gleich auch erst im nächsten Part. Wie schon gesagt, macht's gut, bis zum nächsten Part. Euer Marc, ciao!